Hallo Leute und willkommen zum nächsten Stream von Pokémon Schild. Heute beenden wir quasi das Hauptspiel, denke ich. Schließlich kommt jetzt der Champ-Kampf. Ich kann mir vorstellen, dass da wieder noch was zwischenkommt, aber naja, mal sehen. Ich habe übrigens kurzfristig entschieden. Heute mache ich zwar wieder einen sehr langen Stream, weil Wochenende, aber ich werde nicht den Follower pro Follower eine Stunde Stream machen. Aus einem bestimmten Grund. Das würde ich nicht durchhalten. Ich bin von der Woche ein bisschen K.O. Deswegen, wir streamen sehr lange. Aber ich möchte die Wahl haben, wann ich aufhöre, beziehungsweise wann es mir dann doch ein bisschen, ja, nicht mehr so klasse geht. Also, wenn ich müde werde oder so, dann will ich auch nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve ins Spiel spielen. Deswegen, heute machen wir lang, aber nicht so lang. So, und morgen dann, nachdem ich ausgeschlafen habe und alles, werden wir dann ab Nachmittag wieder. Vormittag habe ich nie Zeit. Ab Nachmittag dann den langen Stream machen. Genau. Das ist der Plan. Morgen dann der epische Postgame alles machen, was geht, Stream. Und heute den Postgame fast alles machen, was geht, Stream. So. Okay, Leute. Dann nehme ich mal den Controller in die Hand. Wir können steuern. Und Mikro ist an, das ist schön. Nicht, dass ich das schon wieder vergessen hätte. Das wäre ziemlich bitter. Diesmal muss ich auch den Desktop-Sound anmachen. Ja, ich Alerts drin habe. Eigentlich für den Follower-Goal, fürs Follower-Gedöns, aber naja. Falls jetzt was kommt, kriegen wir es mit. Ich hoffe, die sind nicht zu laut. So. Der Rest läuft. Wir sind bereit. Leute, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Endlich ist es Zeit fürs Finale. Da ist Challenger Bajin. Yeah. Jo, Plan ist, was das Entwicklung angeht und alles, werden wir dann künftig machen. Ich habe jetzt auch noch nicht sortiert. Ich würde sogar sagen, das machen wir ein bisschen mit euch. Denn mache ich mit euch. Jetzt nicht hundertprozentig. Das Riesenrad da kein. Next Level Tactics. Ich glaube, geometrisch könnte das vielleicht sogar irgendwann gehen, aber ich glaube, das Material dafür ist in unserer Welt noch nicht erfunden worden. Dreiecke sind die stärkste geometrische Form und Kreise, beziehungsweise nicht Kreise, Kugeln sind die stärksten geometrischen Körper. Dementsprechend ist eine Kugel aus Dreiecken ja, quasi das Stabilste, was du kriegen kannst. Das wäre jetzt natürlich ein Kreis. Aber der Ring. Der Ring bestand ja aus Dreiecken. Das war ja so ein kleiner Ring beim Riesenrad. Ah, wer weiß. Könnte vielleicht sogar gehen. Aber ich glaube, da tut sich kein Ingenieur oder Riesenradarchitekt dran, sich da die Mühe zu machen, so ein Riesenrad zu designen. Ich glaube nicht, dass da die Leute so krass reingehen würden. Da ist Bajin! Die Entscheidung rückt näher. Ich bin so aufgeregt. Oh ja, Leute. Was ich noch sagen kann. Der Tag endet ja auch bald. Aber ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Dass wir Makaba ja nochmal testen. Bei Nacht hat es ja nicht funktioniert. Ich würde sogar mit einem Fokusgurt testen. Vorher speichern und neu laden. Um zu schauen, ob es dann geht. Und wenn es dann geht, dann machen wir es regulär. Stark und unbesiegbar, der allerbeste Bajin.
Ich ein Autogramm. Moment mal. Nee. Nee, nee. Am Ende, wenn es so ist wie immer, dann wird halt dein Finalteam in die Ruhmeshalle eingepackt. Und dann würde ich das, glaube ich, so behalten. Das sind halt die maßgeblichsten Pokémon, die ich so auf meiner Reise dabei gehabt habe, unter anderem. Deswegen habe ich die auch ausgewählt. Ich würde sagen, das passt so. Leute, seid ihr bereit? Ich auf jeden Fall. Alter. Wird super. Das Champ-Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ, beginnt gleich. Bist du bereit, Delion herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Oh, Leute. Yeah! Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast, Beijing. Du hast Endynalos gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast es an der Seite der legendären Pokémon Zacian und Zamazenta getan. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem sagenhaft würdigen Gegner. Wahrhaft würdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Dann mal los, Beijing. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galarion eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time! Leute, es geht los. Und er fängt mit Durengard an, alter Schwede. Das ist gut. Wenn ich die KI richtig sehe, wird er mit Königsschild beginnen. Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Und wenn er mit Königsschild beginnt, dann kann ich alles aufsetzen. Dann kann ich das komplette Setup aufsetzen. So berechenbar. Nee. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung drin haben, ne? Nummer 1. Das war sehr effektiv. Was anderes hätte ich natürlich nicht erwartet. Maxax. Ja, das machen wir auch noch. Das wird uns aber sehr, sehr wehtun, wenn wir das jetzt mit einem Risikodeckel machen. Aber auch das, Nummer 2. Level 71. Inteleon. Ah. Unser Wassergegner. Der letzte Wasserstarter heißt Inteleon. Jetzt bin ich gespannt.
Alles klar. Krasser Dude. Richtig abgebrühter, wie es aussieht. Nummer 3. Richtig cool. Also, wir haben diesmal 3 humanoide Starter. Also 2 Beiner. Das hatte man in Gen 6 nochmal, aber sonst ist das. Klingt aber nicht ganz cool. Katapultra. Was hat er dort? Wieso kenne ich die zu Pokémon, die er benutzt nicht? Ah. Oh. Das ist der 600er Drache dieser Gen. Ist jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Und wahrscheinlich ein Geist. Katapultra. Er hat Groldra im Kopf und kann dann sie als Katapult benutzen. Sehr, sehr spannend. Ist sogar schneller. Nummer 4. Der Gen 8 Drache ist irgendwie nicht so spannend. Antifrost. Der Blödsinn gemacht. Oh, verdammt. Ich hätte bei Pantifrost heilen sollen, nicht Horst. Wieso habe ich bei Pantifrost nicht geheilt? Nice Pokémon, der hat mir doch gar keinen Schaden machen können. Meine Champ-Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Verdammt. Wieso bin ich so doof? Jetzt habe ich den epischen Moment versaut. Weil ich jetzt nicht gleichzeitig mit ihm Dynamaxe. Ich zeig dir jetzt, was Glurak drauf hat. Giga Dynamax! Nice. Ich heize die Champ-Time noch weiter auf. Glurak, Zeit für Giga-Feuerflug. Mit sehr effektiven Attacken werde ich mir den Sieg holen. Okay, Leute, Feuer gegen Feuer. Habe ich gerade Flug-Pokémon mit meiner Kampfattacke angegriffen? Bin ich da doof? Aber wir sind größer. Das ist cool. Gott, bin ich dämlich. Na, ist okay. Solange uns jetzt nicht verwirrt oder so. Wenn Init steigt, ja, dachte ich mir. Kampf, ist okay. Hühnerangriff, klar, der Risikotackle, der gibt jetzt natürlich keinen Recoil-Schaden. Oh Mann.
Aber er wird klein. Er wird gleich klein und ich habe noch eine Runde. Ach, die Init sinkt. Oh, das ist gut. Da bin ich wieder schneller. Dann beenden wir es. Oh, das reicht. Dann beenden wir es. Und Glurak ist besiegt. Schade, dass wir ihn nicht in Dynamax besiegen konnten. Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger. Naja. Und Nummer 6. Das war's mit meiner Champ-Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Ach, schön. Mein Glückwunsch, Bajan. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wahrlich, wirklich ein sensationeller Trainer. Und dafür solltest du gefeiert werden. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Bajan, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt eines neuen Helden geworden. Bajan ist euer neuer Champ. Wer so stark wie er ist, kann so einiges in Bewegung setzen. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Und alles ist möglich. Pokémon Schild. Director Shigeru Umori. Art Director James Turner. Exactly. Und damit sind wir im Credit-Dingens angekommen und ja. Art Director James Turner ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt. Von ihm stammen zum Beispiel die Designs von Golgantis und Golbit. Von Dingens, von Venikro und Amigento. Nicht Amigento, Aguion. Und ja, er ist Brite. Deswegen. Ich weiß nicht, ob es sein pures Talent war oder halt die Tatsache, dass er Brite ist. Aber ich finde es ganz cool, die Idee, also nicht die Idee, aber die Tatsache, dass der eine der wenigen westlichen Pokémon-Designer hier die Leitung übernimmt, weil Galar halt auch auf Großbritannien basiert. Ist schön, finde ich. Finde ich schön. Ja, im Hintergrund hat man gerade eine Band gesehen aus Riffex, Strom, Gortrom und Barrikadax. Das fand ich auch ganz cool gemacht. Vor allen Dingen, weil da zwei Riffex sind, dass das eine an der Gitarre, das andere am Bass. Schöne Sache. Ach Leute. Story Planning. Field Planning. Field Map Planning. Battle Planning. UI Planning. Ach, die UI. Die fand ich dieses Mal ein bisschen schlicht. Ich fand die. Guck mal da, Sound Toby Fox. Der Typ, der Undertale gemacht hat. Oh, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, was von Toby Fox sein könnte. Verdammt. Das wird man wahrscheinlich schon im Internet sehen können. Muss ich mir mal schlau machen, was da dann tatsächlich sein wird. Supervisor Kenzo Gimori.
werde ich wenigstens noch ein bisschen meine Finger spielen. Pokémon Design, Gems Turner und ganz viele andere. Ach, schön. Technical Support, Server Development. Aha. Oh, guck mal, jetzt kommen wir gleich zur European Location. Okay, French Translation, French Editing, German Translation und German Editing. Da sind sie, unsere deutschen Helden, die unter anderem für die Namen von Schlaraffel und... Welcher Name war nur noch ganz cool? Patina Raja war ganz cool. Libalo? Libalo ist eigentlich ganz cool. Also die Kombi aus Libero und dem Hasen. Also spontan. Ja, sowas wie Kamalm ist halt relativ offensichtlich, aber trotzdem wirklich prägend. Pantifrost passt super. Ist jetzt auch nicht. Ja, ist auch offensichtlich eigentlich. So richtig mit, wenn du dreimal über nachdenkst, findest du den Namen echt cool. Da fällt mir gerade keiner so richtig ein. Aber die haben einen guten Job gemacht. Ich beschwere mich jetzt über keinen Pokémon-Namen aktuell. Also Sascha und Samasanta bleiben ja, das sind die legendären Pokémon, heißen ja immer gleich. Da kann man sich also nicht dran ärgern, da sind die Japaner dahinter schuld. Aber auch sowas wie Barrikadax oder... Welche Gala vom Mautzinger? Mautzinger, ja gut, Mautzinger weiß ich nicht, wie geil das jetzt ist, aber hey. 24 Jahre mittlerweile. Und guckt euch an, da sind sie, die Orden und an Sponsoren und alles andere an Logos, die es so gibt. Danke an alle! Das sage ich auch, danke an alle, das war ein schönes Spiel. Und eine Herde Wolli. Und noch ein Wolli. Ende. Ist auch interessant, der speichert das mittlerweile im Hintergrund. Und guckt euch mal an. Das habe ich durch... Schade doch nicht. Okay, gleich. Okay, guckt euch das mal an. Das habe ich durch Zufall rausgefunden. Guck mal, was unsere Switch für Joy-Cons hat. Je nachdem, was du da dran hast an deiner Switch, ändern sich die Joy-Cons deiner Switch. Deswegen, damals, letzte Woche, als ich das Spiel gestartet hatte, hatte ich gar keine Joy-Cons dran. Da habe ich halt nur mit dem Gamepad gespielt. Mit dem Switch Pro Controller, nicht mit dem Gamepad. Mit dem Switch Pro Controller. Deswegen waren die beiden grau. Deswegen dachte ich, oh ja, wir haben eine graue Switch, wie cool ist das denn? Weil ich halt auch damals eine graue Switch als mein eigenen nennen konnte. Aber tatsächlich ist die Switch in den Farben, in denen deine Joy-Cons sind. Und so habe ich diese Konstellation habe ich gerade drin. Das ist so unfassbar cool. Wenn du sonst so eine Splatoon-Switch hast, dann sind die grün und rosa. Das hat mich vollkommen geflasht. Das ist so was eigentlich Belangloses, aber voll cool. Ach ja. Na guck mal, Evoli. Ah. Und ich find's echt doof, dass es so gar keine Ruhmeshalle mehr gibt, finde ich irgendwie. Wir werden wahrscheinlich im PC gleich trotzdem noch unsere Daten sehen und so weiter, aber. Na komm. Sei's drum. Gehen wir mal. An die Tür. Ah, guck mal. Du hast es geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich, zur Feier deines Titels. Jetzt kriegen wir ihn. Aber Professor Magnolika, die hätten doch nicht extra herkommen müssen. Regim ist so viel, hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Indynalos. Als Indynalos erwachte, wurde also die Region mit Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Bajum und die anderen haben uns alle gerettet.
Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Bajin, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Okay. Professor Monk Nullica hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Oh, Libalo sieht so aus, als könnte es eine Pause gebrauchen. Ruht euch kurz aus. Okay. Mit einem Meisterball kann man doch garantiert dieses Pokémon fangen, oder? Wahnsinn. Irgendwann triffst du mal ein Pokémon, bei dem du so einen Ball einsetzen möchtest. Ja, der Meisterball ist an sich ganz cool, aber den kannst du halt auch bei Zucht nicht weitervergeben. Deswegen, wär das möglich? Dann würde ich den tatsächlich fürs Aussehen mal benutzen. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine Verwendung für. Da haben wir ihn. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Mit dem Lebenorb hätten wir sogar noch ein bisschen schneller durchziehen können. Natürlich kann keiner Phantomkraft. Wer hätte das gedacht? Okay. Dann schauen wir mal kurz in den Pokédex, was uns jetzt in, so last but not least noch fehlt. Es gibt 400 Pokémon. Das heißt, wir haben uns an sich noch nicht alle, fehlen uns noch 71 für gesehen. Und ja, noch 258 für gefangen. Das ist eine Menge. Und der Katapultra. Nee, nicht schön. Also, einen Geisterdrachen zu machen, dessen Gimmick es ist, Kleinviecher von sich selbst abzuschießen. Weiß ich nicht, vielleicht gewöhne ich mich ja dran und dann mag ich es vielleicht, aber aktuell. Jetzt haben, hier haben wir Gen 7, da haben wir Gen 6 und wir haben jetzt noch Platz für. Wieso sind hier denn 4? Achso. Wir haben jetzt noch Platz für Gen 3 oder Gen 4. Oder Gen 5. Da wir Maxax haben, wird Trikefalo wahrscheinlich nicht dabei sein. Das heißt, wir haben die Chance auf Brutalanda oder Knackrack. Und das Kurak. Was kommt denn hier noch rein? Hä? Hier sind noch Lavita und Pupita, die beiden. Aber warum sind hier jetzt noch zwei Plätze zwischen Lurak frei? Und nach Pescagon kommt wenigstens noch ein Pokémon. Das ist sehr mysteriös. Da kommt noch Sonfiel hin, das bin ich mir ziemlich sicher, das ist dann wahrscheinlich ein Dingens. Ziegel, Tortonator. Mir fehlt noch was. Bubungus. Boah. Duokles. Makabayas strange neue Entwicklung. Vibrava. Oh, da fehlt noch so ein bisschen was. Iulu. Washak Wheel. Da es Kavalanzas gibt, ist es eigentlich safe, dass es der Hydra-Deal auch gibt. Denn sie können sich ohne einander nicht entwickeln. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auch wieder ein Schwert-Pokémon ist. Haben wir noch Zutomega, Morbitess. Die beiden hatte Betis ja gar nicht mehr im Team, weil er jetzt ja Feentrainer ist. Deswegen hatten wir die jetzt noch gar nicht. Rihornior, Elfun, Amphaxo, die Mobile. Da wird auf jeden Fall noch Isso, aber hier ist, weiß ich noch nicht. Knappfels zweite Form, die haben wir immer noch nicht gesehen, weil ich noch keinen sauren Apfel habe. Den kriege ich auch nur ein Schwert.
Ich müsste mir jetzt mal unbedingt jemanden mit Schwert und Schild krallen, also mit Schwert krallen, der mir mal ein bisschen hilft. Wenn ihr also jemand Bock hätte, mir mal kurz zu helfen, ohne mich zu spoilern, wäre das fantastisch. Immer noch Raichu und diverse Evoli-Entwicklungen. Für Evoli-Entwicklung werde ich auch Evoli züchten, denn per Zucht kriegst du auf jeden Fall erstmal Zuneigung mehr. Also ein gezüchtetes Pokémon hat auf jeden Fall deutlich mehr Zuneigung. Und ja, frag mich auch, wie Felinara funktioniert. So, was haben wir hier denn noch? Snoopily Cut. Dafür brauchen wir nochmal ein normales Mauzi. Dafür müssen wir unser Giga Dynamax Mauzi mal züchten, sofern es zuchtfähig ist. Hoffentlich ist es zuchtfähig. Das rote Barschuft wird es natürlich nicht sein. Das gehört dazu Barschuft. Deswegen ist hier auch wieder irgendein random Pokémon, das noch fehlt. Hier fehlt noch Barschwa. Mushas. Inoso. Ja, Nocturne, Kikli und Capoeira. Rebutak. Natu und Somniam und Somnivora. Pupanz. Ekel und Mamutel. Voltenso. Roserade. Roserade. Ja, Roserade könnte man ja theoretisch bekommen. Den Leuchtstein haben wir hoffentlich. Tengulist und Dingens. Ich denke, die gibt's auch wieder ein Schwert, weil hier. Ich denke, Loturzel und. Ja, das sind ja immer Gegensätze und Samurzel ist dann wahrscheinlich wieder ein Schwert-Pokémon. Raupi. Und. Ja, was zwischen Memeon und Inteleon noch drin ist. Okay. Das ist eigentlich bis auf 1-2 machbar. Definitiv. Wieso sagt er mir, dass ich Kikui nicht habe? Achso, Kikui habe ich auch nicht. Moment, Trasler? Wieso gibt es denn da jetzt gerade Trasler? Ist ja cool. Okay, dann gehen wir mal vor die Tür. Hi, Mampaxo. Wir haben Mampaxo noch nicht im Pokédex, aber durchs Ansprechen hier kriegen wir ihn noch nicht ins Pokédex. Komm, scan es. Okay. Würde mich auch mal interessieren, wie es da verschiedene Arten von Pokusan noch gibt. Also wo man die herkriegt. Generell das Postgame. Das hoffe ich ja, wird awesome. Nee, ins Nummerwald gehe ich jetzt nicht. Da wird es wahrscheinlich gleich das legendäre Pokémon geben, aber wir haben ja mehrere Möglichkeiten, definitiv. Wir gehen auf jeden Fall erstmal nach Hopp nach Hause. Wie viel Knete haben wir jetzt eigentlich? Ja, oh, 400.000. Dann müssen wir auch noch mal kurz hinterher das Ding aktualisieren. Oh ja, für die Liga-Karte wäre es auch ganz cool mit unserem Team dazu. Du wirst es kaum glauben, aber als Delion letztes Mal hier war, hat er zum ersten Mal seit langer Zeit in aller Ruhe mit uns gegessen. Wir sollten mal wieder alle einladen und einen netten Grillabend zusammen verbringen. Okay. Der Opa. Auch wenn Delion nicht mehr der Champ ist, für Hopp und ist und bleibt er ein Superheld. Ich denke, seit Hopp selbst ein Trainer ist, kann er sogar noch besser nachvollziehen, wie beeindruckend Delions Stärke ist. Naja, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Hopp dann Delion noch besiegen kann, beziehungsweise sie sich ebenbürtig sind. Die Oma. Delion mag zwar nicht mehr der Champ sein, doch er ist beschäftigt wie eh und je und kommt daher nur selten nach Hause. Aber das ist in Ordnung. Es gibt eben viele Dinge, die man tun sollte, solange man jung ist. Was macht denn eigentlich ein Profi-Trainer? Oh, guck mal. Oh, da liegt ein Pokéball, der ein Glamander enthält. Du liest dir den beigelegten Brief durch. Lieber Beijing, dieses Glamander ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Delion. Ja. War mir schon klar, dass man Glamander hier nicht frei fangen kann. Von Geburt an brennt die Flamme auf seiner schwarzen Spitze.
Sobald sie verglimmt, erlischt auch sein Lebenslicht. Ja gut, wenn ein Glumanda sein Leben lang Glumanda bleibt, wäre es auch irgendwie traurig. Okay. Dann weiß ich ja, was wir auf jeden Fall gleich, nachdem wir unsere Liga-Karte aktualisiert haben, wieder ins Team nehmen, um die neuen Pokémon zu entwickeln. Und ja, das wäre schon mal eine ganz nette Sache. Das Ding ist dann wahrscheinlich auch Giga Dynamax fähig, was? Ja. Ich hoffe, die Giga Dynamax Fähigkeit kann man vererben. Hoffe ich sehr. Das wäre sehr traurig, wenn nicht. Naja. Okay. Hat mir das schon mal gemacht? Ach ja, das gute alte Anfangsgebiet. Mit den Raffel, dem Micro und ein paar Volley, wenn man mal Glück hat. Okay. Frag mich ja, wo Hopp ist. Damit die ganze Welt reisen, ist jetzt auch nicht so das Krasseste. Wie kann er? Das ist das nutzloseste Pokémon-Labor in allen Spielen. Ist ja niemand. Generell war... Klar, Professor Magnolika ist ein bisschen... Oh, war ich hier hinten schon? Nee, tatsächlich nicht. Professor Magnolika ist ein bisschen älter und so. Aber das hat ja Eich und so auch nicht aufgehalten, uns mal immer mal zwischendurch was zu sagen. Aber okay. Ja, generell. Es liegt, glaube ich, am Alter. Definitiv am Alter. Ich habe jetzt fast 50 Stunden Spielzeit in dieses Spiel drin. Okay, fast 44 Stunden in diesem Spiel drin. Und mir kam dieses Spiel trotzdem zu kurz vor. Ist krass, oder? Dabei habe ich nur 4 Stunden weniger gebraucht als für mein allererstes Playthrough in der 4. Generation. Da habe ich nämlich 48 Stunden gebraucht. Wenn das nicht unser neuer Champ ist. Du hast doch tatsächlich Dillion, den Unschlagbaren, besiegt. Du bist einfach der Allerbeste. Herzlichen Glückwunsch. Es ist uns eine Ehre, dich in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, willkommen, Champ. Möchtest du etwas kaufen? Ja, ich möchte etwas kaufen. So, den brauche ich zwar nicht, weil ich jetzt mittlerweile einen Rauchball habe, aber hey. Oh nee, Quatsch. Aktuell habe ich ja keinen Geldmangel. Kartomat. Dann stellen wir uns mal eine neue Liga-Karte. Wir müssen jetzt ja massig neues Zeug dabei haben. Alter Verwalter. Alles klar. Okay, einmal Liga bei Tag und einmal Liga bei Nacht. Das ist auch cool. Generell. Ich glaube, ich würde mich erstmal für...
Krieger bei Nacht entscheiden. Das finde ich aktuell ganz cool. Da haben wir auch massig neue Effekte. Und massig neue Rahmen. Bin ich mir echt noch nicht so sicher. Ich würde erstmal Rahmen losmachen. Ist auch echt cool eigentlich. Da unten haben wir wahrscheinlich noch Infos drin und so. Gefällt mir. Die erinnert mich auch an eine Pokémon-Karte. Ein Holo-Effekt. Ein bisschen too much. Dieser Sonnenlichteffekt im Dunkeln ist natürlich sehr, sehr smart. Nicht? Oh! Space-Effekt, der ist cool. Dieser Holo-Effekt vom Glitzern halt auch echt cool ist. Ich glaube, ich würde den Holo-Effekt nehmen. Ja. So, neue Posen. Die ist einfach die Beste. Kann man nicht viel sagen. Wo die halt auch eigentlich ganz cool ist. Dich wieder zentriert? Nee. Also ja, aber ich werde auf jeden Fall die Pose ändern. Ich glaube, so ist das ganz gut. Die Sterne sind nur noch so ein bisschen am Fuß dran, aber generell steht er dann halt so drauf. Habe ich nie irgendwas vergessen gerade? Der Gesichtsausdruck. Na gut, ohne mit Sonnenbrille sieht man die Augen ja nicht so gut. Um Regen musst du dir keine Sorgen machen. Unsere Liga-Karten sind nämlich wasserfest. Nice. Muss nur daran denken, den Kram wieder zu aktualisieren, wenn ich mich mal umziehe, dass ich mein Team dann drin habe, beziehungsweise wenn ich dann meinen Pokédex voll habe. So, aber dann nehmen wir erstmal die Pokémon. Ich würde tatsächlich mit Glumanda sogar warten.
Wenn es nämlich tatsächlich nicht der Fall ist, dass man neue Pokémon, also dass man das Giga Dynamax nicht verzichten kann, muss ich nämlich schauen, dass ich da nicht kein Schindluder mit den Pokémon treibe. Perfekt. So. Limitest-technische Sachen würde ich jetzt erstmal noch außen vor lassen. Die sind ja jetzt nicht so wichtig. War Pokédex-Sachen tatsächlich. Mir, ob das auf das im Handheld-Modus mit dem Touchpad geht, beziehungsweise mit dem Touchpad. Un momento, por favor. Der wichtigste. Okay. Entschuldigung. So viel Stolk. Manchmal, ey. So. Oh Gott. Meine Gen 5 Box ist voll. Ey, ey, ey. Hier sind ja noch ein paar. So viel Gen 5, Alter. So viel Gen 5. Vergleichsweise wenig Gen 4. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Bedeutet nämlich, dass diese Gen 4 Pokémon ja irgendwo hin müssen. Und die kommen natürlich, ja. Kann man sich ja denken. Worauf ich hinaus will. So. Dann testen wir jetzt mal ein bisschen was. Wir gehen nochmal kurz durch Brassbury durch, aber noch ist technisch gesehen Tag. Noch 20, 40 Minuten. Das heißt, wir müssen uns nicht mal großartig beeilen. Würde ich dann halt auch in Angriff nehmen.
Wir fahren verloren. Genau, der dann noch mal kurz zu gucken, ob wir Makaba ja nicht doch noch entwickeln können. In der Naturzone tummeln sich viele Trainer und Pokémon aller Art. Es ist auch nicht auszuschließen, dass man dort Dynamax-Pokémon begegnet. Vertraue deinen Pokémon und hab keine Angst, dich neuen Herausforderungen zu stellen. Dankeschön. Okay. Na, legit. Wo ist Sunia? Der ist nicht im Labor. Die sind nicht bei sich zu Hause. Weiß, kann man das so sagen? Ist ja ihre Oma. Weiß auch nicht. Hm. Jetzt sind wir nochmal wieder zurück nach Brassberry. Oh, Moment mal. Aha. Oh Gott, ich muss niesen. Okay, vielleicht doch nicht. Einen Moment. Okay, doch nicht. Vielleicht habe ich es gemacht, vielleicht habe ich es nicht gemacht. Wer weiß. Warte, brauche ich Picuda noch? Habe ich Picuda noch für den Levinex noch ein Picuda? Kinas. So. Ich werde ihn jetzt natürlich trotzdem noch versuchen auszuweichen, aber vielleicht laufe ich ja nochmal wieder in den rein und dann kann ich es fangen. Da ist der Psychosamen, wow. Aber jetzt haben wir alle vier. Ein Wasserstein und hier eine Sackgasse. Dead End. Barakiefer. Naja, es ist. Watt ist Watt, ne? Den können wir ruhig mal einen Barakiefer besiegen. Ich find's doch irgendwie voll krass, dass wir in Anführungszeichen nur Level 70 sind. Ich bin für gewöhnlich mit diesem Playstyle. Bei anderen Editionen immer dann Level 100 oder in den hohen 90ern. Das balanced sich eigentlich ganz gut. Ja, du bekommst deutlich weniger Erfahrungspunkte, wenn du höheres Level hast. Aber was war das jetzt nicht? Ach, guck an. Oh, ein Gyarados. Gehen wir mal kurz angeln hier. Welche Route ist denn das da hinten?
Ich doch eine TM? Eine Schönschuppe. Okay. Also, wildes Barrikadax. Alles klar. Ich finde es so witzig, wie die Leute tatsächlich spekulieren mussten, um herauszufinden, ob dieses Pokémon wirklich ein legit Pokémon wird oder ob es einfach nur zu Urge gehört. Ob das nicht offensichtlich war. Ich habe da keine Sekunde dran gezweifelt. Krass. Hätte ich mir den ganzen Kram mit Parakiefer sparen können. Vor allem das mit dem mit Pantymos, dass ich da noch extra weiteres. Aber weiß man ja vorher nicht, ne? Den Insekt. Warum? Warum sind die 41er sehen Insekt? Wir haben ja keinerlei Grund, sich nicht zum Maritelli zu entwickeln. Er versucht, das Pokémon als anderen zu stehen, ist ein gemeiner Dieb. Wirft keine Pokébälle nur auf, wirft eine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Das ist interessant, dass das hier steht. Puh, das ist so eng. Da jemandem auszuweichen. Senior-Sekt hat Watt. Ah, für die Watt kommen. Wattzahlen sind eigentlich mal echt gut. Dann war ich zwei verschiedene Klingeln. Warum haben wir? Okay, haben wir dieses Gebiet. Ups. Jetzt wird es aber langsam Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde. Dann ist wahrscheinlich offizieller Nachtanbruch. Und da wir ja das letzte Mal
bei Nacht versucht haben, Makabaya zu entwickeln. Nichts. Ich habe noch zu wenig Informationen. Es stand da zwar bei Nacht, glaube ich. Aber ich glaube, es lag am Schneesturm. Hoffentlich ist da jetzt kein Schneesturm wieder. Nee, das ist Sonne. Sonne ist gut. Den Sandsturm und so wird aber auch alles so kein Problem sein. Warum fahre ich mit Fahrrad und fliege nicht? Darum. Ganz witzig, dass sie mit unfassbarer Individualisierbarkeit beworben haben und man jetzt technisch gesehen, ich bin mir noch nicht sicher, aber durch das Festival Plaza konnte man an Sonne und Mond seine T-Shirts färben, sodass man eine super krasse Farbnuance haben konnte. Vor allen Dingen, wenn man richtig krassen Stuff da mitgenommen hat. Also so 5 Sterne oder 3 Sterne Färbeläden. Also ich vermisse die Festival Plaza irgendwie schon. Die war eigentlich schon ein echt cooles Tausch. Da ist ein Goldrad drauf, cool. Ein echt cooles Tauschgedöns in Pokémon gewesen. Ich würde auch mehr diese Kapuzenjacken tragen. Die trage ich ja selber ganz gerne. Hier in dem Spiel. Problem ist für mich, dass die nicht ordentlich sitzen. Die sehen so schlapprig aus. Also würde der die wenigstens unten zumachen, dann wäre das alles ganz cool. Also ich mache die auch immer, ich trage die auch immer so bis Taschenhöhe immer geschlossen. Das sieht für mich immer noch, ach verdammt, die finde ich immer noch am ordentlichsten. Also ordentlich, aber nicht zu ordentlich aus. Man hat nur noch 24 Minuten Zeit, um sich Makabaya vielleicht möglicherweise zu entwickeln. Und was macht er? Er kauft eine Boutique leer. $350 fürs Rücken. Gott, wie viel haben Schwert und Schild nochmal in Japan gekostet in Yen? Dann hätte ich das vielleicht umrechnen können. Aber ich habe diese. Warte mal. Okay, Google. Wie viel Euro sind 350 Yen? Andersrum. Okay, Google. 350 Yen in Euro. Okay, das Paar Socken kostet 2,92. Das geht. Okay, Google. 30.000 Yen in Euro. Oh Gott, das Akani-T-Shirt hat 250 Euro gekostet.
Ich hoffe, ihr hört das nicht auf Dingens, beziehungsweise ist ja eigentlich egal, dann sucht euer Handy das halt auch. Wo wäre es bei Google? Bei mir jetzt zum Glück vergleichsweise nicht. Und er hat sich wieder aufgelöst, nur weil ich Google gesagt habe. Mein Handy löst das ein bisschen oft aus, finde ich. Auch bei anderen Leuten, aber halt nicht absichtlich, sondern bei irgendwelchen strangen Sachen. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwie ein Let's Play laufen lassen habe und irgendwer sagt okay oder so. Das reicht meist schon, damit sich das dann aktiviert. Finde ich schon echt strange. Alter, sind viele Socken hier. Oh, ich bin bei Leggings. Okay, Google. 1190 Yen in Euro. 10 Euro für eine Strumpfhose. Ist das legit? Ich weiß es nicht. Woher auch? Ups, jetzt trage ich eine Strumpfhose in Beige. Okay, Google. 6740 Yen in Euro. 650 Euro Schuhe. Okay, Google. 400.000 Yen in Euro. Das ist ernüchternd. Wir haben durch unsere letzte Trainerkarriere nur 3.000 Euro zusammengekriegt. Okay, Google. 1.500 Yen in Euro. 12,51. Wobei man das tatsächlich auch nicht so krass sehen muss, ne? Die haben natürlich dadurch keine kleinen. Die haben ja Cent, ne? Würden wir alles in Cent rechnen, dann hätten wir ja auch ein bisschen ominösere Preise auch. Generell. Dann würde Pokémon Schwert und Schild statt 50 Euro halt mal 100. 50.000 Cent. 5.000 Cent. Warte. 50 und 3, 2, 9. 5.000 Cent. Ich bin gerade voll im Strickmützen. Gucken, ich. Kopf rechnen. Kann ich easy. Aber gleichzeitig Strickmützen kaufen. Das habe ich noch nie probiert. Da war ich gerade. Da hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ja. 5000. Cent. Ne? Okay, Google. 50 Euro in Yen. Genau. Ich würde mal sagen, die runden auf und dann kostet so ein Pokémon Schwert oder Schild halt 6000 Yen. Fast geschafft. Finde ich aber auch fragwürdig, sich für 1500 Euro den Laden leer kaufen zu lassen. Wobei es ein bisschen mehr, aber ungefähr. Kann ich jetzt noch was bei dir kaufen? So technisch gesehen? Haben sie nie die Option gemacht, dass man jemanden leer kauft und dann sagt, du hast das Sortiment ist aus. Und will dann einfach nur in ein
unbenutzbares Hauptmenü gebracht. Das ist eine komplett andere Farbe. Sieht tatsächlich sehr angebracht aus für mein Hemd. Alter. Bist du noch, welche Socken ich anhab? Okay, violette Socken sind ein bisschen too much. Die schwarze, ne? Ne, das sind schwarze lange. Ja. Schwarze Socken sind vollkommen okay. Ich finde das von Delian echt nicht hübsch. Vor allem mit dieser Strumpfhose dabei. Da finde ich das schlechte Challenger-Ding eigentlich viel besser. Aber ich glaube, Feuer war ganz. Nee, warte, was, welches war denn noch ganz cool? Nee, das sieht auch echt hässlich aus. Drache war ganz cool. Stimmt. Ja, Pflanze ist halt recht schlicht. Nur Drache ist ganz cool. Och nö. Verdammt. So, dich ablegen. Und hier waren es die kurzen schwarzen. So. Ich habe ja nichts geändert. Du musst ja auch keine Liga-Karte aktualisieren. So. Ah ne, ist richtig. Alles gut. Okay, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. In White Hill. War ein Bahnhof? Stimmt, hier war ein Bahnhof. Hi.
Okay. Ich frage mich, wo man als erstes hin sollte. Nach Score City, um zu gucken, was da los ist? Oder so? Mit F. Die Breath of the Wild Musik. So. Ja, rote Rade. Ja, gut. Nee, Moment. Unsere Rade verschwindet ja nicht. Noch Kramer, noch ein Fassersnob. Latiro. Anaconda, du sollst doch Schaden machen, hoffentlich. Ja gut, Geist Boden, aber es sollte gehen. Dann speichern wir hier mal. Und gucken mal, ob das funktioniert. Ach Moment, der Fokus-Gurt funktioniert ja gar nicht. Wenn das jetzt nicht auf einen Angriff wird. Es war nicht genug. Moment. Doch war's. Jetzt war's genug. Und ich spare mir sogar den Fokusgurt, wenn es sich jetzt entwickelt. Klappt. Warum nicht gleich so? Ognatol. Okay. Ja, gut, finde ich nicht so spannend. Man sollte seinen schattenhaften Körper nicht berühren, sonst zeigt es einem die schauerlichen Erinnerungen, die in sein Bild eingraviert wurden. Ja. Ist okay. Ognatol. Okay. Passt. Oder sammle ich sortiere ich später ein. Ah.
Gehen wir jetzt mal los, wo sie gerade fangen. Oh. Das nehme ich gern. Wobei ich für dich wahrscheinlich Sanaconda hätte brauchen können. Ja, wir werden jetzt aber nicht die ganze Zeit nur Naturzonen-Action machen. Ich will noch ein bisschen durch die Gegend laufen, gucken, was passiert. Du tust ganz schön weh. Knapp. So. Warum nicht bleibt's drin? Denn ich muss mal kurz weg. Okay. Wir machen mal kurz eine Pause. Heute mal ein bisschen früher. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Dafür, gerade für YouTube, wird das natürlich jetzt ein Cut. Das Problem ist ja kein Problem. Sollte eigentlich kein Problem sein. Dafür hattet ihr ja schon ein paar ziemlich lange Videos. Das sollte also nicht so schlimm sein. Ne? Inferno ist eine blöde Attacke, weil die keine hohe Trefferquote hat. Ach, wahrscheinlich wird sich Lichtglied jetzt gleich entwickeln, ne? Na komm. Oh. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Aber Reißlos war relativ weit unten. Das heißt, Lichtglied entwickelt sich auf jeden Fall noch nicht. Damit haben wir schon mal Tektas. Dann spare ich mir das Tektas von. So war ja die Absicht dahinter. Tektas leben in Tiefseehöhlen und versunkenen Schiffswracks. Sie liefern sich Kämpfe mit Kaokto, nach denen der Sieger den Verlierer verspeist. Bitte was? Wer zum Henker sitzt im Pokédex-Team? Das ist ja mal sowas von grausam. Da! Oh. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich muss kurz weg. Ja, noch Phantomkraft. Ja, hier Spukball weg. Uno, dos, tres. Okay. Wieso habe ich jetzt keinen Dex-Eintrag für Drift-CBD bekommen? Weil ich es wahrscheinlich schon gefangen habe und vergessen hatte. Sein Flügelschlag klingt wie wunderschöner Frauengesang. Daher nennt man es auch Geist der Wüste. Okay. Wusste ich gar nicht. Gut, Leute. Ich hoffe mal... Hier stehe ich sicher. Ach nee, muss ich ja gar nicht. Einfach hier auf Start drücken und die Musik läuft ja trotzdem. So. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Einmal kurze Pause. Die wird dementsprechend auch nicht lange dauern. Also, bis gleich.
Das passiert, wenn man streamt und vergisst, sein Mikro anzumachen. Und keiner einen darauf hinweist. Verdammt. Ja, dann werde ich mal schauen, wie ich das machen werde.